Hallo, wir sind hier im Kindermuseum Zinnober. Und wir besuchen die Ausstellung über Kommunikation. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, I still hear music constantly. Was machst du denn da? Ich schreibe so, also ich mal mir was Schönes mit so altmodischer Tinte und so. Ja, dann benutze ich lieber das Drehscheibentelefon. Morse-Alphabet. Und das wurde 1833 von einem Herrn Morse erfunden. Es wurde auf langen Schiffsstrecken benutzt, damit sie sich dort auch verständigen konnten. Jetzt geht's weiter zur nächsten Station. Hallo, wir sind hier im Postamt. Um Briefe zu lesen. Von interessanten Leuten. Mal gucken, was es hier so gibt. Toll! Ja, hier ist es toll. Ja. Ich versuche jetzt mal Rune anzurufen. Hallo? Hallo Rune, hier ist Amelie. Hallo Amelie. Na, wollen wir mal zur nächsten Station rübergehen? Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Ich schreibe einen Brief für Rune. Und ich werde es mit einer Rohrpost an ihn schicken. Oh, ein Brief. Hallo Rune, ich weiß, du hast schon sehr lange auf diesen Brief gewartet. Die Äpfel werden sich verspäten. Deine Amelie. Als ob ich Äpfel bestellt hätte. So ein Unsinn. Dieses Museum war echt super. Es gab viele verschiedene Sachen zu entdecken. Und das würden wir gerne noch mal besuchen. Wir schreiben hier gerade unseren nächsten Beitrag für die nächste Sendung und geben hiermit zurück ins Studio.